Hallo liebe Hundefreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Louis, das ist Vito, das ist Amalia und in heutigem Video werden wir über die Leinenführigkeit sprechen. Wir haben einige Tipps zusammengewürfelt, damit ihr im Endeffekt das Training mit der Leinenführigkeit so optimal wie möglich gestalten könnt. In diesem Sinne, viel Spaß! So Freunde, in der letzten Zeit, gerade so in den Livestream, haben wir sehr oft die Frage gestellt bekommen, was soll ich machen, mein Hund ist nur am Ziehen, vor allem wenn er andere Hunde sieht. Also sprich, die Leinenführigkeit ist nicht optimal. Und heute zeigen wir euch das Ganze, aber ganz wichtig, wir werden nicht nur die Leinenführigkeit trainieren und davon findet man im Internet ja auch mehr als genug Informationen, sondern wenn wir jetzt Step für Step alles richtig bearbeitet haben und auch trainiert haben, wollen wir euch dann auch zum Ende hin ganz genau zeigen, wie ihr, was ihr machen müsst, wenn es zu einem Kontakt mit anderen Hunden kommt. Weil viele Hunde verlieren die Aufmerksamkeit, was die Leinenführigkeit angeht, sobald andere Hunde mit im Spiel kommen. Und das werden wir euch in diesem Video auch zusätzlich noch zeigen. Was genau meinen wir denn auch mit der Leinenführigkeit? Das heißt nichts anderes, wenn wir spazieren gehen, unterwegs sind, dass der Hund sich an uns orientiert, dass der Hund neben uns läuft, ohne dass die Leine unter Spannung ist. Darauf musst du nur auf folgende Sachen achten, dass die Leine ganz locker und entspannt ist und dass der Haken bzw. hier der Karabiner nach unten zeigt. Und genau so werden wir dann spazieren, ohne den Zug aufzubauen. Und noch ein Tipp. Oft ist es so, dass viele Trainer auch sagen, dass der Hund erstmal sein Geschäft machen muss und dann soll er könnte die Leinenführigkeit trainieren. Das stimmt so nicht ganz, denn wenn der Hund wirklich dringend muss, und das ist ja auch verständlich, dass er sich lösen muss, dann müsst ihr trotzdem die Leinenführigkeit in dieser Zeit trainieren und den Hund nicht erlauben zu ziehen. Denn es gibt Orte, da darf der Hund einfach nicht, so wie jetzt beispielsweise hier bei uns, wenn sie jetzt ziehen würde, obwohl sie muss, aber hier an dieser Stelle nicht ihr Geschäft verrichten kann, dann ist es halt nicht so gut. Und wenn du vielleicht in der Innenstadt lebst oder allgemein in der Stadt lebst und dann unterwegs bist und dann aus der Haustür rauskommst und der Hund ist dann von Anfang an am Ziehen, das ist nicht das, was wir mit der Leinenführigkeit meinen. Deswegen die Leinenführigkeit von Anfang an trainieren, auch wenn der Hund dringend muss. Das heißt für dich als Hundebesitzer, dass du dich eben beeilen musst und direkt an die Stelle hingehen musst, konstant, konsequent, an die Stelle, wo der Hund sich dann lösen kann. Und jetzt geht's los mit den ersten Tipps. Tipp Nummer 1. Achte darauf, dass du, bevor du deinen Hund anleinst, dass der Hund ruhig und gelassen ist und dass du auf deinen Hund zugehst mit Leine und Halsband. Nicht, dass er dann quasi dich auffordert und dir die ganze Zeit hinterher rennt und total aufgeregt ist. Amalia liegt jetzt ganz ruhig und entspannt auf ihrem Platz und das soll jetzt auch so bleiben. Ich hole jetzt die Leine, sie hat es jetzt schon gemerkt. So, und jetzt holen wir Amalia ab. Bleib. So, Amalia wird jetzt angeleint, ist also Halsband angezogen und sie ist in einer ruhigen Haltung. So soll das dann auch sein. Und ich bin dann jetzt derjenige, der sie quasi zur Tür führt. Also achtet hier schon darauf, dass nicht der Hund von alleine die Initiative greift, dann direkt nach vorne zu stürmen. Das heißt, ich begleite sie jetzt zur Tür. Und wenn du hier einen sehr aufgeregten Hund hast, ist es sehr wichtig, dass du den Hund auch immer wieder mal auf den Platz schickst und wartest, bis sie sich oder bis er sich dann komplett beruhigt hat. Wenn das dann der Fall ist, dann gibst du sie quasi hier schon frei, dass wir langsam vorangehen Richtung Haustür. Und hier beginnt schon die Leinenführigkeit. Und auch vor der Haustür, sehr wichtig, denn hier muss der Hund schon verstehen, da ist die Grenze, es geht nur dann voran, wenn ich den ersten Schritt nach draußen gemacht habe. Amalia wartet jetzt hier schon und man kann das dann auch mit einem Blickkontakt kombinieren. Amalia? Jawohl, langsam. Okay. Und dieses Spiel machst du überall. Also sprich, vor deiner Hauseingangstür, unten im Treppenhaus, wirklich an jeder Tür lässt du deinen Hund erstmal sitzen, dass er erstmal eine ruhige Haltung einnimmt und dann geht's los. Und hier auch, wir gehen außen auf Zug raus, der Hund erstmal in der Grundposition reinbringen, ruhig und gelassen. Ich laufe jetzt schon mal Richtung Ausgang und dann wird es auch wieder so sein, dass Amalia eventuell wieder ein bisschen aufgeregter ist und dann beruhigen wir sie wieder.
Sitz. Ja. Und so kommen wir zum nächsten Tipp, und zwar die Richtung wechseln. Das heißt, wenn der Hund jetzt in eine Richtung gehen möchte und der ist schon ein paar Schritte vor dir, dann wechselst du automatisch die Richtung. So bist du automatisch immer einen Schritt voraus. Und Ziel ist es jetzt bei dieser Übung jetzt nicht, dass der Hund, wie gesagt, dir die ganze Zeit in die Augen schaut. Also er darf schon schnüffeln, er darf schon in der Gegend rumlaufen. Wichtig ist, dass er dich trotzdem wahrnimmt. Das heißt, ich laufe jetzt voran und sobald der Hund einmal ein paar Schritte vor mir ist, dann werde ich die Richtung wechseln. Irgendwann mal wird das dem Hund so blöd sein, dass er sich automatisch immer auf derselben Höhe befinden wird. Jetzt wird sie schneller und ich wechsle die Richtung. Das ist jetzt bei Amalia der Fall. Sie schaut mich zwar nicht an, aber sie weiß ganz genau, wo ich hingehe. Und in dem Moment, wo du schon spürst, dass der Hund schneller wird und Tempo hat, dann bewusst einfach Richtung wechseln. Es kann natürlich sein, dass der Hund das nicht wahrnimmt. Dann muss er natürlich erstmal aufmerksam gemacht werden, dass du die Richtung wechselst. Und dann kannst du nämlich so arbeiten. Das heißt, der Hund läuft voran und dann führst du und lädst ihn quasi in die richtige Richtung ein. Und jetzt zum Verständnis, wenn ich den Hund auf der linken Seite führe, dann mache ich eine Rechtsdrehung. Das heißt, ich drehe über die rechte Schulter. Das heißt, ich laufe nach vorne, okay, und dann lade ich sie über die rechte Schulter quasi ein. Und wenn der Hund dann wirklich so schnell ist, dann kann es vielleicht auch sein, dass wenn du einfach die Richtung wechselst, dass der Hund auch in die Leine reindrückt, ja, oder in einem Zug kommt. Und da ist es auch wichtig, ein breites Halsband zu haben und kein dünnes Halsband. Denn umso schneller der Hund da ist, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Hund sich sogar daran verletzen kann. Deswegen breite Halsbänder. So, die nächste Übung, die wir euch zeigen wollen, ist ganz easy. Ihr sucht euch eine Wand aus. Sprich irgendwo, wo der Hund zwischen deinem Bein und der Wand laufen kann. Wir haben das jetzt hier perfekt an unserer vor unserer Hauseingangstür und genau das werden wir jetzt auch hier benutzen. Das heißt, ich nehme jetzt Amalia, runter und lasse sie bewusst wirklich dazwischen arbeiten. Und das ist zum Beispiel auch eine Trainingsvariante, die du benutzen kannst, wenn du vielleicht im Hundesport aktiv bist und du dabei bist, auch Fuß zu lernen. Hey, zurück. Das heißt, Fuß, beziehungsweise mein Bein ganz nah an ihrer Schulter, beziehungsweise an ihrem Körper dran. Und sie muss ganz eng an der Wand laufen. Nutz also die Wand für den Fall, dass der Hund irgendwie zu weit nach vorne laufen sollte. Das heißt, wenn wir jetzt laufen, und wir zeigen euch das mal, und lassen bewusst mal Amalia auch ein bisschen weiter nach vorne laufen, wie wir sie dann blockieren, damit sie nicht vor uns läuft. Und wie gesagt, dieses vor uns Laufen, das geht prinzipiell nur darum, den Hund abzusichern. Nicht, weil man sich jetzt irgendwie stärker fühlt oder dominanter oder irgendwie auf einer höheren Position ist, sondern es geht wirklich prinzipiell darum, wenn der Hund vor dir läuft, dann sind einfach Gefahren vor Ort, die du einfach nicht beeinflussen kannst. Wenn der Hund aber neben dir ist, dann kannst du das Ganze viel besser steuern. So, wir laufen jetzt mal. Amalia, komm. So. Und sollte dann Amalia zu schnell sein, dann haben wir hier die Möglichkeit, sie direkt zu korrigieren und ihr den Weg zu versperren, dass sie nicht vorankommt. Gegebenenfalls auch hier mit dem Bein arbeiten. Es geht nicht darum, dass du den Hund kickst, das nicht, sondern du versperrst ihr den Weg oder ihn und schiebst sie nach hinten, damit sie dann weiß, wo ihre Position ist. Und ihr könnt das sehen, zurück, Sitz. Ja, fein machst du das. Und so hat sie wenig Ausweichmöglichkeiten. Nein. Ihr könnt das ja schon sehen, der Drang nach vorne zu laufen oder jetzt zur Seite zu laufen, weil sie jetzt hinterher schnuppern möchte, ist halt ziemlich hoch. Und dadurch, dass sie halt links keine Ausweichmöglichkeiten hat und hier vorne kann ich ihr den Weg blockieren. Und wir wiederholen das Ganze jetzt einfach noch ein paar Mal. Zack, Hund geht nach hinten,
Weg versperren. Das Ganze kannst du natürlich auch ohne Wand machen. Wenn du jetzt beispielsweise unterwegs bist und du hast keine Wand, dann ist es wichtig, dass du deinen Hund in dieser Zeit auch wirklich immer wieder mal den Weg blockieren kannst, dass der Hund auch wieder zurückgewiesen wird. Ja? Und hierbei ist es egal, ob du jetzt das Bein benutzt oder ob du dich quasi so im Weg stellst oder dich komplett umdrehst. Das ist vollkommen egal, das ist dir überlassen. Wichtig ist, dass du den Hund in die Richtung, die er gehen möchte, ich zeige es euch mal, okay, einfach nur versperren. Man sieht sehr oft immer diese Technik, dass man sagt, okay, Knie anwenden, dass man den Hund auch mit dem Knie sogar in den Kopf schlägt oder so. Braucht dir alles gar nicht zu machen. Wenn du einfach ein bisschen schneller bist, dann musst du den Hund auch gar nicht berühren. Wenn du läufst und du merkst, der Hund ist viel zu schnell, wenn ich jetzt diese Bewegung mache und den Hund kicke, dann wird das wieder mit Angst verknüpft. Das heißt, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück. Wenn ich aber jetzt nach vorne laufe und ich den Hund dabei nicht berühren möchte, dann muss ich einfach nur Tempo ein bisschen schneller machen und ihn dann von vorne den Weg blockieren, ohne ihn anzufassen. So, wenn du jetzt Hunde hast, die wirklich sehr aktiv sind, vom Gefühl her ADHS haben und überall sind mit ihrem Kopf, nur nicht da, wo sie sein sollen, dann ist es auch so, dass du nicht vom Hund unbedingt erwarten musst, dass er ruhig neben dir läuft. Und Amalia ist nämlich gerade so ein Fall, die halt immer wieder Action braucht. Sie will sich bewegen, sie will machen, sie will riechen, sie will schnuppern, sie will dahin, dahin, dahin. Und die ist dann wirklich von den Reizen überflutet, obwohl wir jetzt gerade hier in einer relativ reizarmen Umgebung sind. Und in diesem Fall ist es für sie eine große Herausforderung, langsam zu laufen. Und wenn wir jetzt in der Vergangenheit mal die Frage gestellt bekommen haben, komm mal her, Fräulein, was habt ihr gemacht, um Amalia ruhiger zu bekommen? Diese Übung haben wir täglich mehrere Stunden gemacht. Und zwar wirklich Slow Motion. Das heißt ganz langsam laufen, so dass der Hund die Reize auch wahrnehmen kann, aber auch merkt, okay, ich habe jetzt gerade eine Reizüberflutung, aber ich muss mich beherrschen, ich muss mich kontrollieren. Und das ist auch nichts Schlimmes. Denn am Anfang war Amalia wirklich so, dass sie an Straßen gar nicht laufen konnte, weil nach jedem Auto, nach jedem Fahrrad ist sie extrem zusammengezuckt und hat richtig Angst bekommen. Und so entstehen auch Angstbeißer. Aber in dem Moment, wo wir wirklich das Training so absolviert haben, Slow Motion, hat sich alles um 180 Grad gewendet. Und wir zeigen euch, wie das Ganze funktioniert. Und wir werden es jetzt auch gleich bei Amalia jetzt sehen. Wenn wir jetzt langsam laufen, obwohl wir langsam unterwegs sind, wird sie auf jeden Fall immer wieder mal rechts und links gucken. Aber das erwarten wir auch gar nicht, dass der Hund uns die ganze Zeit anguckt und ruhig läuft. Sondern wir erwarten, dass wir langsam zwar laufen und der Hund sich an unserem Tempo orientiert. Und das ist für den Hund eine enorme Auslastung. Nicht nur körperlich, sondern vor allem geistig. Das ist eine enorme Auslastung. Und gerade die Anfangszeit, wo wir das mit ihr gemacht haben, war es wirklich so, dass dieser Hund nach dem Spazierengehen so am Arsch gewesen ist, dass sie nur noch schlafen wollte. Und so funktioniert das Ganze. Also wirklich langsam laufen. Und ihr könnt das jetzt auch beobachten. Sobald sie vor mir läuft, halte ich entweder an, korrigiere sie. Und das ist auch überhaupt nicht die Natur vom Hund, so langsam zu laufen. Deswegen ist es ja auch so anstrengend für den Hund, langsam zu laufen. Mittlerweile ist es so, dass wir den Hund schon mit einem Signalwort korrigieren können. Wir haben uns jetzt für das Wort, das ist ja kein Wort, vom Signalton, pst, entschieden. Und dieses pst haben wir immer in der Kombination mit der Korrektur gemacht. Das heißt, wir laufen, sobald Amalia zu weit nach vorne läuft, wird sie korrigiert, indem wir blockieren. Pssst. Und sie verknüpft dann quasi Bein, pssst, zurück. Später, und das ist auch bei Amalia jetzt auch der Fall, auch wenn wir das jetzt nicht an der Wand arbeiten würden, das zeige ich euch jetzt, dann konditioniert sie quasi diesen Ton quasi mit der Korrektur, oh, ich muss zurückgehen, irgendwas mache ich gerade falsch. Ja? Und jetzt zeige ich euch die Korrektur mit diesem Pssst, ohne dass ich sie irgendwie ansatzweise ihr den Weg versperre oder sonstiges. Jetzt macht sie es gut.
Was du aber auch reinbringen kannst, ist Tempowechsel, ne? Konnte das sehen. Amalia war schnell. Sie hat natürlich auch auf meine Bewegung reagiert. Aber sobald ich diesen Ton gemacht habe, kommt sie wieder zurück. Und so habe ich die Möglichkeit, den Hund zu kontrollieren, wenn der mal zu weit nach vorne geht. Und du natürlich nicht immer die Möglichkeit hast, den Weg zu versperren. Aber das hier musst du erstmal den Hund verklickern, was das bedeutet. Also dieses Zurückgehen musst du erstmal verstehen. Das heißt, Bein benutzen, Hund geht automatisch zurück. Erst wenn du das wirklich, wenn du es mindestens 1000 Mal wiederholt hast, weiß der Hund, was dieses bedeutet. Fein. Gleich nochmal. Also Übung Slow Motion. Und wie gesagt, dieses funktioniert nur dann, wenn der Hund es vorher gelernt hat. Und langsam laufen. Und wenn du wirklich so einen richtig aufgedrehten Hund hast, der auch wirklich über Angst hat und sehr explosiv reagiert, wenn jetzt Autos vorbeilaufen, dann ist das die perfekte Übung. Und das kannst du dann auch später auch an Straßen machen. Und jetzt ist die Wand gleich weg. Das ist jetzt für sie auch nochmal eine Herausforderung, weil hinter der Tür da hinten ein Hund ist. Amalia, zurück. Komm. Und da merkt ihr schon, was es für eine Herausforderung für den Hund ist. Aber die Leine muss trotzdem noch locker bleiben. Das heißt, sie hört und riecht gerade die Hunde, die da hinten sind. Man kann das hier auch ganz gut sehen. Und das ist für sie auch eine enorme Impulskontrolle. Und wir kontrollieren den Hund jetzt so weit, dass der trotzdem noch hier bleibt, obwohl, wenn wir jetzt nicht sagen würden, der Hund dahin gehen würde. Amalia, zurück. Okay. Jawohl. Jawohl. Und das Ganze funktioniert wirklich, ohne den Hund zu berühren. Und jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Wenn es jetzt Hunde gibt und der Hund will unbedingt zu dem Hund hingehen, dann wirst du mit solchen Übungen keinen Erfolg haben. Also das musst du wirklich schon vorher oft genug trainiert und geübt haben, damit der Hund es dann wirklich in einer Situation, wo der wirklich in die Leine springt, dass der Hund das ausgleichen kann. Und wenn das der Fall ist, dann musst du anders arbeiten. Dann musst du den halt wirklich umprogrammieren. Das heißt, der Hund muss sich an dir orientieren und da kannst du auch sowas benutzen, also sprich Leckerlis. Und du siehst schon direkt, wie die Aufmerksamkeit sich vom Hund komplett verändert. Alles, was jetzt drumherum ist, ist gerade vergessen. Weil sie halt weiß, was ich hier habe und das ist etwas, was sie halt eben will. Und ihr dürft eine Sache halt eben nicht vergessen. Hunde machen nichts umsonst. Sprich, die sind Opportunisten. Sie wollen oder sie gehen oder machen nur etwas, wenn es für sie etwas zu bekommen gibt. Also sprich, wenn es sich für sie lohnt. Nur dann. Und wenn jetzt der Drang, zu den Hunden hingehen zu wollen, viel höher ist, weil für sie die Belohnung ist, ey, ich gehe dahin, das macht mir Spaß, dahin zu gehen, deswegen will ich dahin, dann müssen wir uns viel interessanter machen als die Hunde. Und da sind halt so Bestechungsmöglichkeiten, wie jetzt beispielsweise auch Leckerlis, eine wunderbare Möglichkeit, den Hund umzuprogrammieren und umzukonditionieren. Und da ist Folgendes: Wir laufen und sobald Amalia unbewusst mir die Aufmerksamkeit schenkt, kombiniere ich das Ganze. Man kann es auch mit einem Klicker machen. Wir machen es meistens immer mit. Und dieses bedeutet gleich Leckerli. Das heißt, sobald Amalia mir die Aufmerksamkeit schenkt, bei einem Hund, der zieht, ist das hier schon ein Erfolg. Und das muss dann schon gelobt werden oder belohnt werden. Jawohl, fein. Und ihr habt es jetzt gesehen, sie hat mir die Aufmerksamkeit geschenkt, ohne dass ich ihr was gesagt habe. Und das bestätige ich. Wenn der Hund in die Leine reinspringt und die ganze Zeit zieht, weil er zum anderen Hund will und wirklich eine Leinenaggression macht, dann ist jetzt Amalia das falsche Beispiel dafür. Denn sie weiß ja schon ganz genau,
wie das Ganze funktioniert. Aber wir stellen uns jetzt mal vor, Amalia ist die ganze Zeit am Ziehen und nur dort fixiert. Dann müssen wir wirklich nur gucken, in dem Moment, wo sie ein gutes Verhalten zeigt, indem sie den Hund kurzzeitig ignoriert und aus dem Blickwinkel verliert. Das heißt, der Hund ist auf einem anderen oder sie ist auf einem anderen Hund fixiert. In dem Moment, wo Amalia dann wegguckt, das muss dann direkt bestärkt werden. Sprich, das kannst du dann mit Klickertraining machen oder wir machen es halt, wie schon gesagt, fein. Und so kriegst du ihn sofort aus einem Gedanken heraus, wenn sie auch hier auf ein bestimmtes Geräusch konditioniert wurde. Dann weiß sie, okay, dieses bedeutet gleich, sie bekommt was, weil sie etwas Gutes gemacht hat. Und das heißt jetzt nicht, dass der Hund jetzt gelernt hat, okay, wenn ich jetzt diese Wand angucke, dann kriege ich die Bestätigung. Sondern der Hund merkt, okay, ich habe jetzt gerade ein Signal bekommen, weil jemand die Aufmerksamkeit haben will. Und ich bekomme dann etwas, wenn ich darauf reagiere. Sprich, ich habe etwas Gutes, wenn ich darauf reagiere. Das Blöde ist, dass wir es jetzt hier nicht zeigen können, wenn andere Hunde dabei sind. Aber das wäre jetzt ideal. Das heißt, wir können das auch so machen, bewusst. Das ist auch ein Trainingsansatz, den du benutzen kannst. Wenn der Hund zu weit nach vorne läuft. Jawohl. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Amalia ist komplett nach außen orientiert. Ist jetzt wirklich orientierungslos? Jawohl, fein. Und sobald sie sich an mir orientiert, bekommt sie etwas. Und wenn ich ihr keine Führung gebe, dann ist sie wirklich orientierungslos und hat null Führung und weiß dann teilweise auch gar nicht, was sie mit sich anfangen soll. Aber ich bestärke das Ganze, wenn in dem Moment, wo sie mir die Aufmerksamkeit schenkt. Jawohl. So, ich ignoriere jetzt Amalia mal wieder bewusst. Fein. Jawohl, fein. Und das, was wir jetzt gerade hier üben, das ist wirklich eher eine Orientierung am Menschen. Nicht unbedingt die Leinenführigkeit, aber meistens ist es wirklich eine Kombination von allem. Es gibt nicht die perfekten Übungen für die Leinenführigkeit oder für die Orientierung oder oder was weiß ich was, sondern die Kombination macht halt eben alles aus. Denn wenn das Gesamtpaket stimmt, dann orientiert sich der Hund auch automatisch an dir. Psst. Wieder Slow Motion ohne Wand. Psst. Und wenn dieses Psst ohne das Bein nicht funktioniert, dann solltest du es immer wieder an der Wand üben, bis es irgendwann mal drin ist. So Freunde, wir sind jetzt fertig mit dem Training. Amalia ist jetzt auch fix und foxy. Ne? Schaut mal hier. So viel Entspannung. Ne? Fräulein. Oh, jetzt hast du sogar noch beobachtet. Bist du beobachtet, Amalia? Ja. So, liebe Hundefreunde, das waren jetzt einige Tipps, die wir zusammengestellt haben für euch, damit du dann, so gut es geht, die Leinenführigkeit mit deinem Hund gemeinsam trainieren kannst. Und im Grunde genommen musst du einfach eine Mischung von allem machen. Das heißt, es gibt nicht die perfekte Möglichkeit, die perfekte Trainingsvariante und Methode, sondern du musst das Training immer individuell an deinen Hund anpassen. Denn bei den einen funktioniert die Variante besser und bei dem anderen Hund funktioniert etwas ganz anderes viel besser. Das heißt, da musst du für dich einfach so ein bisschen herausfinden, worauf dein Hund am besten reagiert. Und nochmal etwas am Rande, und zwar, wenn du gezielt mit deinem Hund trainieren möchtest, die Leinenführigkeit, dann musst du das bewusst mal differenzieren, und damit der Hund das auch versteht. Das heißt, wenn der Hund ein Halsband angezogen bekommt, dann weiß der Hund oder soll der Hund später wissen, dass wenn der Hund am Halsband geführt wird, dann muss er gehorchen und neben dir laufen, also sprich leinenführig sein. Aber wir wissen auch, dass wenn wir jetzt mit den Hunden spazieren gehen, dass es halt eben nicht immer der Fall ist, dass wir den Hund immer konstant in Beobachtung halten können und wollen, vor allem, weil wir uns einfach mal auch ein bisschen gerne mal ablenken lassen möchten. Und da ist es aber zu empfehlen, dass der Hund einfach nicht in diese Verwirrung kommt, dass du dann ein Geschirr benutzt. Sprich, wenn du den Hund frei laufen lassen möchtest und ihn ein bisschen Freiheiten geben möchtest, dann führst du ihn am Geschirr. Und wenn der Hund leinenführig sein soll, dann führst du ihn am Halsband. Deswegen kannst du hier bewusst auch beides benutzen, wenn du mal spazieren gehst. Dann ziehst du ihn einfach ein Geschirr an plus noch ein Halsband. Und dann weiß der Hund, wenn er am Geschirr gehalten wird, dann kann er sich frei bewegen. Und sobald
der Hund an der, am Halsband gehalten wird, dann wird der Hund leinenführig sein sollen. Oder soll zumindest der Hund leinenführig sein. So, das war jetzt ein ziemlich langes Video. Wir hoffen aber sehr, dass du bis zum Ende geschaut hast, denn das sind da einige Tipps. Und wie schon vorhin gesagt, es gibt nicht die perfekte Methode, sondern die Kombination aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn du uns einen Daumen nach oben hinterlässt und dieses Video mit Freunden teilst, damit auch mehr Leute dieses Video sehen und die Leinenführigkeit mit ihren Hunden trainieren können. In diesem Sinne, liebe Hundefreunde, halt die Ohren steif, immer der Nase nach und bis zum nächsten Video. Ciao. Jetzt musst du sie von oben eigentlich aufnehmen. Amalia, ciao. Oh, 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 Amalias Zahn guckt raus. Oh, 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 ist das gut. Oh, oh, Amalia. Yeah.